4 Hattersheim TV. Sehen, was los ist. In Stadt, Kreis und Region. Kultur, Sport, Vereine, Soziales. K4 Hattersheim TV, unser aktueller Beitrag. Neue Fitnessgeräte am Flyover. Vor rund 9 Jahren bot das Gelände unter der Hessendammbrücke in Hattersheim einen eher trostlosen Anblick. Das Areal lag mehr oder weniger brach, bis Anfang 2002 die Bagger rollten und aus 3000 Quadratmeter Brachfläche ein Treffpunkt für Hattersheimer Jugendliche wurde. Der Jugendtreff unterhalb der Hessendammbrücke war das erste aus dem Programm Soziale Stadt umgesetzte Projekt. Die Einweihung des kleinen Sport- und Freizeitgeländes erfolgte vor 9 Jahren, genauer gesagt am 12. April 2002. Seinerzeit waren Kinder und Jugendliche aus den damaligen Schülerparlamenten und dem Jugendzentrum in die Planungen mit einbezogen worden. Es entstand auf ca. 3000 Quadratmeter ein Freilufttreff mit Breakdance-Fläche, einer Skateanlage, einem Bolzplatz und einem Streetballfeld. Mitte April stand der Jugendtreff mal wieder im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem in den zurückliegenden Jahren nur kleinere bauliche Änderungen und Instandsetzungen an der Anlage stattgefunden haben. Bürgermeisterin Antje Köster und erste Stadträtin Karin Schnick übergaben im Rahmen einer kleinen Fete ein neues Fitnessgerät und ein mobiles Volleyballnetz an die recht zahlreich erschienenen Gäste. Wie auch immer, hier unterm Flyover. Ich habe gehört, im Jahr 2002 war das das erste Projekt der sozialen Stadt, das uns dazu bewogen hat, hier einen Treffpunkt für Jugendliche zu organisieren. Jetzt sind wir im Jahr 2011 und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mehrere Sachen einweihen können. Wir haben da ein Fitnessgerät, von dem ich mir ganz sehr wünsche, dass all die Jugendlichen, die heute hier sind, mal vorturnen, wie das funktioniert. Ich glaube, ihr könnt das besser als wir alten Kartons und alten Schachteln. Und wir haben, keine Beleidigung, aber es ist halt so, wir haben doch schon ein gewisses Alter erreicht. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir heute das aufgebaut haben. Der Bauhof hat uns da doch sehr aktiv zur Seite gestanden. Und ein Volleyballplatz bringt im Grunde nur was, wenn wir auch ein ordentliches Volleyballnetz haben. Worum ich alle bitte, alle die hier sind, und ich bitte euch das auch euren Kumpels und euren Freundinnen weiterzusagen, es ist wichtig, dass ihr ordentlich mit dem, was es hier gibt, umgeht. Denn nur wenn wir ordentlich damit umgehen, denke ich, sind wir auch in der Lage, und da mein Dank an die Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft, sind wir auch in der Lage, noch ein weiteres Spielgerät oder Fitnessgerät hier aufzubauen. Das ist ein Fitnessgerät mehr für junge Leute. Am Keltenpark haben wir Fitnessgeräte mehr für ältere Leute, was aber auch heißt, dass auch die älteren Generationen hier herzlich eingeladen sind. Dann wäre es ganz schön, wenn ihr jetzt hier was vorturnt. Vielen Dank. Die Geräte sind freigegeben. Ich wünsche uns allen einen ganz, ganz schönen Nachmittag und danke an den Caritasverband und das Stadtteilbüro für Speis und Trank, wie es so schön heißt. Danke. Bei der kleinen Jubiläumsfeier wurden die beiden Neuanschaffungen, die auf dem Wunschzettel der Jugendlichen gestanden hatten, schon einmal ausgiebig ausprobiert. Die Kosten für beide Neuanschaffungen belaufen sich auf insgesamt 1.800 Euro, die durch Mittel des Projekts Soziale Stadt finanziert wurden. Für den Fall, dass das Trimm-Dich-Gerät gut angenommen wird, hat die Hattersheimer Wohnungsbaugesellschaft bereits die Finanzierung eines weiteren Sportgerätes in Aussicht gestellt. Alles klar, Jungs, wir haben wirklich kein Pardon. Ich will Brille.
Ja, Junge, komm schon! Was ne Molotow aus seiner Gorbatschow, Spaß zockelt alles ab, so machen es hat das selber Jungs. Ey, wollen wir Berkan blamieren? Berkan! Hallo! Hier, Berkan! Berkan! Berkan, kommst du mal wieder her? Oh, was willst du machen, wenn wir einmal stehen, Spacko? Ich werf für meinen Block, für meine Brüder und die Wieler. Mach einen Banküberfall und uns siehst du nie wieder. So läuft das hier in Hattersheim, bleib stabil. 795, Füßler flieh. Der B gibt keine Ruhe. Was ja, haben wir, wer jetzt kommt? Der kommt doch. Sehen, was los ist. K4 Hattersheim TV.